Hey, habt ihr schon gehört? Die Hochschulwahlen stehen vor der Tür. Hochschulwahlen? Was ist das denn? Weißt du denn nicht, was deine Stimme bewirken kann? Also, wer wird überhaupt gewählt? Vermutlich kennt jeder von euch den Fachschaftsrat eurer Fakultät. 9 Fachschaftsräte gibt es insgesamt. Diese haben jeweils 4 bis 7 Vertreterinnen. Das waren die, die die Einführungswoche organisiert haben und gelegentlich eine Party veranstalten. Aber natürlich machen die noch mehr als Partys. Sie setzen sich für eure Interessen innerhalb der Fakultät oder gegenüber Dozentinnen ein und entscheiden, welche eure Projekte und Initiativen finanziell gefördert werden. Als Ansprechpartner beraten sie euch gerne. Also nutzt eure Stimme für Leute, die eure Interessen richtig vertreten können. Wenn der Fachschaftsrat schon alles für uns regelt, was macht dann noch der Studierendenrat? Der Stura vertritt euch gegenüber der gesamten Universität. Er setzt sich aus 15 Mitgliedern zusammen. Nur wenn man in einer der Hochschulgruppen ist, kann man für den Stura kandidieren. Eine Hochschulgruppe ist ein Verband von Studierenden mit ähnlichen Interessen oder politischen Einstellungen. Doch zurück zum Studierendenrat. Ja, was machen die eigentlich? Die Stura-Mitglieder sind für viele Aufgaben zuständig. Sie sind eure erste Anlaufstelle bei Problemen rund ums Studium. Sie koordinieren die Referate, also die verschiedenen Arbeitsgruppen der Uni. Sie nehmen Einfluss auf hochschulpolitische Entwicklungen. Sie informieren die Studierenden über Veränderungen an der Uni. Sie fördern Projekte und Initiativen der gesamten Studierendenschaft. Sie bieten euch Gebrauchsgegenstände zum Ausleihen an. Und sie helfen euch, wenn ihr finanzielle Schwierigkeiten habt. Apropos Geld. Mit einem Teil eures Semesterbeitrags unterstützt ihr den Stura bei diesen Aufgaben. Überlegt euch also gut, wen ihr wählt. Denn es läuft wie im Bundestag. Die Hochschulgruppe, die die meisten Stimmen bekommt, erhält die meisten Sitze im Stura. Wen kann man neben dem Fachschaftsrat und dem Stura denn noch wählen? Auch für die Vertreterinnen von Fakultätsrat und Senat habt ihr ein Stimmrecht. In diesen beiden Gremien sitzen Studierende und Professorinnen unter anderem mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Im Fakultätsrat werden Entscheidungen getroffen, die eure Fakultät betreffen. Zum Beispiel die Prüfungsordnung oder das Studienangebot. Hierfür könnt ihr 2 Vertreterinnen aus der Studierendenschaft wählen. Über dem Fakultätsrat steht der Senat, als das höchste Gremium der Uni. Dorthin werden 4 studentische Vertreterinnen entsandt. Na, konnte ich etwas Licht ins Dunkel bringen? Werft eure Stimme nicht weg. Denn ihr bestimmt, wo es an eurer Uni zukünftig lang geht. Am 18. und 19. Mai sind Hochschulwahlen. Geht wählen!